DHB Timeout. Spezial. Wird Ihnen präsentiert von Juna. Pflege gemeinsam schaffen. Zweiter Spieltag für die DHB Frauen in der Euro-Gruppenphase. Gegner ist Gastgeber Kroatien. Ich erwarte ein ganz, ganz hartes Spiel von beiden Seiten oder für beide Mannschaften, weil beide Mannschaften haben das erste Spiel verloren und ein Sieg heute ist eigentlich fast notwendig, um drin im Turnier zu bleiben. So das ist ein Spiel, wo es um alles geht im Verhältnis zu oder in der Frage Euro 2014. So das wird ein packendes Duell, wo wirklich alles abverlangt wird von alle Teilnehmern. Doch eine Personalie bereitet Trainer Jensen weiterhin Kopfzerbrechen. Susan Müller, nach einem Fingerbruch erst gestern zum Team gestoßen, ist zwar einsatzfähig, aber noch sichtlich angeschlagen. Doch sie will das Team auf jeden Fall unterstützen. Also das geht besser mit dem Finger und der Test verlief besser als letzte Woche. So das war absolut richtig, Susan eine Woche extra Ruhe zu geben. Das hat der Finger gebraucht. Aber die kann passen und fangen und das konnte die letzte Woche nicht. Und jetzt kann die auf jeden Fall mitspielen. Die hat mitgespielt gestern, wo wir 6 gegen 6 gespielt haben und sah gut aus mit die verschiedenen normalen Sachen, was notwendig ist, also fangen und passen. Aber die kann nicht Abwehr spielen, da ist der Finger noch nicht bereit für die Zweikämpfe, die man da annehmen muss. So das ist so, dass Susan wird spielen können und wird alles tun, um uns zu helfen. Aber Susan soll nicht die Mannschaft oder das Spiel hier alleine regeln. Die soll die Mannschaft helfen und dazu ist sie bereit und darüber freuen wir uns sehr. Rückraumspielerin Susan Müller wurde fristgerecht bei der IHF nachgemeldet, darf also spielen. Ob von Beginn an, wird sich jedoch noch zeigen. Ja, also da müssen wir sehen, weil wie ich vorher gesagt habe, das Abwehr ist immer noch problematisch für Susan. Da müssen wir sehen, welche Seite wir da haben. Und wir werden natürlich Susan bringen, sobald es möglich ist und werden auch sehen, dass wir sie bringen und auch, sage ich, entlasten. Wir gehen in das Spiel rein mit die 16 Spielerinnen, die auf dem Protokoll stehen heute und die sollen alles tun, was die können, um die Mannschaft zu helfen. Und wenn alle da bereit ist, alles zu geben und ein gutes Spiel abzuliefern, dann haben wir auch eine gute Chance gegen Kroatien zu gewinnen. Das wird, wie gesagt, ein packendes Duell und darauf freuen wir uns. DHB Timeout Spezial wurde Ihnen präsentiert von Juna. Pflege gemeinsam schaffen.